letzte Rennen heute auf der Rundstrecke. Amateure und die linke Klasse Amateure. Wir werden jetzt so drei, vier Runden noch etwas runterbringen, denn hatten wir dort gesehen, aber ich glaube, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ins Sack nehmen. Und hier haben wir zwei Spitzenreiter. Das ist einmal die Rücknummer 241. Und der zweite im Bunde. Fährt für den RV Blitzspich für das Team Kernhaus in der Amateurklasse. Wir bitten auf das Podium Felix Galle, den Drittplatzierten. Die Ehrungen werden vorgenommen vom Vizepräsidenten des Bund Deutscher Radfahrer für den Bereich Marketing und Kommunikation. Wird also morgen dann auch ganz interessiert hinschauen, wenn die Jungs hier zu uns. Das ist mit der Rückennummer 261 vom Team Trinkgut, Abus Focus, Luca Jan Jabczynski, auch einer der Fahrer, die im Juniorbereich normalerweise noch startberechtigt sind und heute sich mehr als achtbar im Feld der älteren Erfahrenen geschlagen hat und mit Rang 2 belohnt wird. Ja, nach zweiten und dritten Plätzen bei seinem Heimrennen ist es ihm endlich gelungen, auf das Podium ganz nach oben zu fahren. Musste auch eine Altersklasse sozusagen überspringen, hat dem Rennen mehr als seinen Stempel aufgedrückt und darf sich mit einem großen Applaus als Sieger von Rund um Köln knapp. Beginnen wir mit dem Drittplatzierten, fährt für das Team Kernhaus für den RV Blitzspich, Simon Happel, Drittplatzierter, Rund um Köln. Pokal und Blumengrüße von getragen, kommt aus der Landeshauptstadt, fährt für die Sportgemeinschaft, das Sportforum Cars Düsseldorf. René Otterwein, Zweitplatzierter im Rennen der Eliteklasse.
wieder bei Rund um Köln in der Eliteklasse der Amateure. Erster Saisonsieg für ihn, dritter Saisonsieg für das Team Kernhaus. Wir bitten auf das Podium Lennart Klein, Sieger Rund um Köln 2019. Ja, wenn es dann einmal läuft, dann läuft es am Donnerstag. Sieg durch Alexander Nordhoff in Refrath. Heute dann der nächste Sieg. Lennart Klein, diese Woche noch ein paar Tage krankheitsbedingt ausgefallen, aber gut erholt, bestens erholt und mit dem Sieg belohnt.